Halli und Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Far Cry 4. Wir begeben uns gleich keine Ahnung wohin. Wir haben jetzt schon relativ viel freigespielt an Orten, wo man hingehen könnte. Und so ein Shirt. Und wir haben auch gesehen, dass bei Fortschritt könnten wir noch viel Fortschritt-Missionen machen. Aber wir haben letzte Folge diese Festung da eingenommen und ich muss gleich noch eine Banane essen. Mach ich am besten jetzt, wo wir auf der Minimap sind. Da stört es ja wahrscheinlich eh keinen. Doch, ich mach das jetzt nur, um euch zu ärgern, um ehrlich zu sein. Ich schwand auch extra. Nein, wenn wir jetzt eine Facecam hätten, dann könnt ihr sehen, wie pervers ich mit Bananen sein kann. Boah, finde ich geil. So, wo gehen wir hin? Ich hoffe, ihr hört das Schmatzen schön laut. Ich bemühe mich gerade extra laut zu kauen. Okay. Dann machen wir jetzt mal. So. Müsst ihr wissen, ich hasse schwarze Stellen und Bananen, aber zurzeit haben die irgendwie nie schwarze Stellen. Feier ich voll. Auch heute ist gerade Sonntagnacht. Bei euch ja Montagmorgen, Mittag. Und ich überlege gerade, ob wir versuchen, so eine Haltmission zu machen. Hulk, meine ich natürlich Hulk. Oder wir gucken einfach hier beim Karma-Level, was man da machen kann, weil ich meine, wir könnten hier noch zwei Außenposten einnehmen. Ja, Glockentim lohnt sich jetzt nicht. Wir könnten aber noch Longios-Missionen machen, weil da fehlen nicht mehr viele. Yogi und Regi-Missionen. Ich glaube, diese Herc-Missionen sind Koop-Missionen, deswegen lohnt sich das nicht, die zu machen. Versuchen, die zu machen. Aber glaube ich jedenfalls, ich weiß es nicht. Ah, mein Hund kam gerade ins Zimmer. Und Leute, ich bräuchte echt mal eine Facecam. Bei mir geht es immer so ab. Das ist unglaublich. Aber jetzt erstmal gucken. Was können wir denn machen? Ja, Fahrzeuge am Arsch. Herstellung am Arsch. Bewaffnete Eskorte. So, was können wir nochmal machen? Bring kurz eben die Banane. So, gesagt, getan. Ich hatte überlegt, esse ich die Banane vor dem Let's Play? Nein, ich mache es in dem Let's Play. Einfach, weil ich es kann. Oh, ich fand es lustig. So, hier, Jagd überleben. Zählt das zum Fortschritt? Wenn ja, dann probieren wir es mal aus, weil das haben wir noch nie gemacht. Ja, das haben wir noch nie gemacht. Dann lass es doch mal ausprobieren. So, dann lass mal sprinten wir mal davor. Ich muss gleich mal noch was trinken. Ich bin ein bisschen durstig. Jetzt. Ich brauche Hilfe. So, hi. Ich kann helfen. Ich sprich weiter. Jetzt stand. So, ich trinke nicht mehr was, bevor wir hier irgendwo loslaufen. Ich schicke dir die Koordinaten. Bitte beeil dich. Halte durch. Ich bin auf dem Weg. So. Geht doch. Nun müssen wir davon. Das ist kein Problem. Ja, ich habe übrigens mein Mikrofon einigermaßen wieder hinbekommen. Also es ist lauter als davor. Habe ich gemerkt, aber das Beste vom Besten ist es immer noch nicht. Deswegen hoffe ich einfach mal, ihr schafft es. Ich frage mich, wann das mal wird. Ich bin ja noch in Aussicht, der liebe Writer, so wollte ich ein neues Mischpult holen. Einfach weil er es kann und dann hätte er gesagt, ich könnte sein altes ihm abkaufen für ein paar Euro. Und das wäre, glaube ich, ziemlich awesome, weil ich habe ja kein Mischpult an meinem Ding. Und er meinte, man könnte auch USB reinstecken, weil ich habe ja ein USB-Mikrofon. Beschütze die Zivilisten vor den Tieren. Ein muss überleben. Leg ein paar Mini. Das okay. Die Hunde aufhalten und uns Zeit verschaffen. Wo sind hier Tiere? Die Hunde sind tollwütig und dürfen die Zivilisten nicht beißen. Der Blur nutzt sie, um seine Opfer zu foltern. Aber einige sind entkommen und haben die anderen angesteckt. Schießt auf die Steine! Pass auf! Und aus. Fuck. Magazin wechseln, gib Deckung. Wo kommen denn jetzt Hunde? Ah.
Heilige Scheiße! Da kamen ja immer mehr. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Ich hoffe mal, da kommen nur Hunde. Pass auf! What the fuck? Gib Deckung! Ich lade nach! Wow, wow, wow. Die Biester sind bösartig. Die sind krank. Meine Fresse sind das viele heute. Von Hunden, die können dann alle verkaufen gehen. Achtung, Achtung! Ich muss nachladen! Der Dude wollte gerade wild gehen. Ich hoffe, ihr hört es nämlich nicht. Mein Bruder spielt gerade oben Gitarre. Wow, wow. Er ist voll! Jagd, Doppelpunkt, Überleben. Siehst du noch welche? Das freut mich, dass den Leuten den Gefallen tun konnte. Wir räumen jetzt erstmal die ganzen Hunde auf. Ich frag mich, was für eine Haut die wir dafür bekommen. Ich hoffe, eine gute. Also, ich weiß, dass Hunde keine gute Haut bringen. Aber ihr seht schon diese Haare. Von den Tieren sind einfach so viele, das ist unglaublich. Ich war sicher, dass ich sterben werde. Vielleicht sehen wir gleich nochmal giftige Haut. Ah. Giftige Haut bringt die Geld überhaupt? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das giftiges Geld bringt. Bei Hashtag YOLO. So, was habe ich denn hier für ein Tier überfahren? Ja. Ah, hier. Och, ein Adler! Das hatte ich ja noch nie. Federn eines Madel-Dingsbums. So, dann gucken wir mal kurz in unsere Sammlung, in unsere Beutetasche und schauen, die kann man nur verkaufen. Okay, dann bringt das eh nichts. So, hier, Tibetwolf. Nein, ich habe hier irgendwo giftiges Fell, oder? Alter, giftige Haut. 4000. Ja, das lohnt sich doch auf jeden Fall. Bruder. Bruder. Habe ich dich ja... Ja, Mann. Krass, wie viele Haare diese Tiere haben. So detailliert. So detailliert. Das ist ja unglaublich. Oh, der hat eins von diesen Tieren getötet. Macht mir jetzt nichts persönlich. So, dann gucken wir mal hier. Ah, ich kann was herstellen. Yo, schwere Munition brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Und jetzt brauche ich einen Schneeleoparden und lauter Schneeleoparden. Wow. Das ist eine Schneeleopardenception. So, was können wir uns denn noch gönnen in dieser wunderschönen Welt von Far Cry 4? Nichts, oder? Attentat brauchen wir für den Fortschritt. Attentat-Mission. Ich würde gerne halt so viel wie möglich machen, einfach weil ich das total geil finde. So, gucken wir ja hier, wo war die? Da drüben war die. Und da ist sogar eine Jagd, Überlebende. Können wir beides machen? Fände ich ganz so cool. Ja, ich verkaufe aber direkt erstmal. Oder warte, ich glaube, wir haben gar nicht so viel belegt mit dieser Haut, aber obwohl 13 Plätze sind schon viel, deswegen mein Verkaufen schadet ja auch nicht. Muss ich erstmal so Hose aufgeknöpft. Ich meine, ich bin ja fett und so, das wisst ihr ja alle. Habe ich euch oft genug erzählt. Und da tut Hose aufknöpfen halt auch mal gut. So, hier direkt Stapel verkaufen. So, dann können wir weitergehen. Da raus. Wir machen jetzt eine Attentat-Mission, weil ich mehr Abwechslung will und ich würde jetzt gerne alles ausprobieren, was es hier gibt in dem Spiel. Wir haben so wenig ausprobiert, haben wir es jetzt nur bei der Hauptmission so viel weitergemacht und so. Und deswegen, wow. Ich will nicht, dass diese Drogen hier. Ich kann so, ganz ich wechsle mal mein Bein, sogar auf dem sehr ich sitz, gut, habe ich gehört. Weil das ungemütlich wird nach einer Zeit. Ziel auf deiner Karte. Sei auf alles vorbereitet. Wer wir weiß, müssen, wie sich die Lage. Wir wissen, ich bin. What the fuck. Süchtig und so, und ich sitze ja den ganzen Tag nur am PC. Dude, das war ziemlich uncool. Das war extrem uncool. Okay, okay. Töte mein Primärziel. Können wir doch erstmal dahin reisen, oder? Ja, können wir direkt mal dahin reisen. Klettere auf die Glockentürme und befreie die, um die Umgebung aufzudecken und verfickt nochmal, geht das schnell. Entschuldigung für dieses Fluchwort. Finde ich nämlich eigentlich geil. Ich entschuldige mich gar nicht dafür. Doch, ich entschuldige mich dafür. Ach, bin ich behindert. So, jetzt. Da vorne steht ein Auto. Dazu muss ich aber erstmal hier raus. Toll. Aber ich habe jetzt einen guten Gleitschirm.
No worries, I got a Gleitschirm. Ah, ich brauche keinen Gleitschirm. Warte, was? 1600 Meter? Wo ist das scheiß Vieh, Tier? Wo fahre ich denn jetzt hin? Ist doch direkt da vorne. Jetzt bin ich verwirrt. Achso, nee, den Punkt habe ich einfach nur so. Wow. Linus. Wow. GG. Ich habe den Punkt auch einfach nur. Oh, ich bin nicht ein Dödel, ey. So. Mann, oh Mann. Sind wir jetzt wieder hier? Ja, wir sind unglaublich. Unglaublich, aber war. Geh mich vergraben, bitte. Bitte. Warum war das Ding überhaupt markiert? Voll unlogisch. Naja. Wir haben ja schließlich unsere Waffe. Uns kann nichts passieren und so. Wir sind schließlich der Held und dem Held passiert halt lieber. Außer, dass man achten zu gehen, wenn man sich die Gegenstände fährt. Aber das soll mehr oder weniger dahingestellt sein. Habe ich ihn umgebracht? Ja, ich habe ihn umgebracht. Habe ich unnötig geschossen? Okay, das sind auf jeden Fall Scheine. Fokussiere und zoome auch die Gegner in die. Ah, da drüben ist mein. So, wenn ich das richtig sehe, ist nur der eine Kerl da mein Hauptziel. Ich hätte den Kommandanten ohne bemerkt zu werden. So, der ist auch da. Gescheitert. Du wurdest entdeckt. So habe ich das nicht geplant, aber fuck. Wir machen es einfach nochmal. Ich meine, wir schaffen das und ich weiß das. Und verdammt nochmal, ich habe vorhin meine Tempopackung vergewaltigt. Ich habe da einfach meinen Penis reingesteckt und alle dachten, das ist so geil. Linus, du bist. Ah ja. Und ich dachte mir so, heuer, tu. Und, ja, das war's dann. Das war schon die ganze Story. Kommandant, die paar Leute da. Und der da. So, jetzt der Kommandant, komm schon, komm schon. Jupp. Hey! Der bellt immer unseren Nachbarn an. Hey! Die essen gerade in der Küche. Und nur weil du die von uns am Fenster aus siehst, heißt es nicht, dass du sie anbellen musst, Buddy. So, ab zum Kommandanten. Tada! So, und wo soll ich die jetzt verstecken? Bitte. Da unten? Ne? Okay. Gemacht. Und dann kam er unbemerkt. Kletter doch verdammt nochmal auf die scheiß Dinger drauf. So, und los. Ich entkomme unbemerkt. Fuck yeah. Bonus Leiche versteckt. Haben wir alles geschafft. Das ist kein Problem für uns. Aufgabe. Schalte in dieser Aufgabe gefährliche Tiere raus. Okay, dann machen wir das doch.
Gefährliche Tiere ausschalten. Unsere nächste Mission. Let's do this, boys and girls. Let's do this. Ah, da. Da, da. So, jetzt. Ich höre dich. Wie weit ist das weg? Wo genau bist du? Überhaupt nicht weit weg. Ich schick dir die Koordinaten. Fahrzeug. Beeilung. Karte. Markieren. Ich reise uns ein und komme immer näher. Los dann, würde ich sagen. Bin auf dem Weg. Erreiche die Ziellisten. Wird gemacht, wird gemacht. Ich bin auf dem Weg. Nein, ihr dürft nicht sterben. Warum ihr sterben solltet, weiß ich nicht. Aber ich rette euch vor den gefährlichen Tieren. Keine Sorge. Ich bin ein krasser Boy und ich hab Waffen. Und da vorne ist... Nee, von vorne ist Auto. Da ist vorne. Meine eines Nasenloch ist gerade zu. Das fickt mich ziemlich an. Vielleicht kennt ihr das ja, das Gefühl. Aber es ist auf jeden Fall besser als behindert. So. Nachdem wir jetzt angekommen sind, können wir diese Zivilisten vor Jaguaren verteidigen. Aber ob das jetzt so mehr oder weniger geil ist, ist halt die Frage. Wo ist erstmal mein Bogen? Das ist nicht wirklich ein Rudel. Muss man möglichst weit hinterstellen? Kein Problem, verteidigen Sie sich so. Ah, hier stand es in Klammern, gell? Wo sind die? So, ein Zivilist. Fuck! Habt ihr das gesehen? Ich hab gerade aus Versehen dem voll den Nackenschuss gegeben. Unbeabsichtigt, Leute, unbeabsichtigt, ich schwör. So, diesmal aber mit dieser Waffe auf die. What the? Ah, fuck! Ist es normal, dass Tiger. Fallschirm for the win, aber auch Fallschirm für den Arsch. Ey, wie komme ich da jetzt. Warum? Ah! Fuck! Los, hoch da, wir müssen wieder auf die andere Seite. Oh, mein Oh. So ein Dödel, ey. Komm schon. Ah, so, ich hoffe mal, ihr habt es gar nicht gehört. Oh Gott, meine Nase, Alter. Tötet sie, bevor sie bei ihr... What the fuck? Das sind 3 Zivilisten, habe ich erfahren. Das wusste ich. Warum weiß ich das? Warum, what the fuck? Warum sind das Zivilisten? Das sind goldener Fahrt Frauen. Frauen? Freundchen. Und cool. Wo die herkommen. Nutz deine Uhr. Meistens hört man sie, bevor man sie sieht. Freundchen, ich hab schweres Geschütz. Die denken halt so, yo, wir können den easy töten und ich denke mir so, nope. Wir haben vor nichts Angst. Sie greifen einfach immer weiter an. Nimm Molotovs! Ich kenne keinen Tiger, der Feuer nicht hasst. Wir haben immerhin schon 2 Tigerfälle. Das lohnt sich definitiv. Ich glaube, wir sollten diese Mission hier weitermachen. Weil das lohnt sich übelst einfach. Sieht aus wie einer von denen? Von den Tiger her. Ah, wir haben es geschafft. Easy gone. Wir können doch nur einen ausrauben, weil wir den anderen noch zerbombt haben.
schade, aber immerhin haben wir eine Tigerhaut. Ich meine, die Tigerhaut ist viel, viel wert. 7000, glaube ich. Ich könnte später nochmal nachgucken. Nicht jetzt, aber, so. Kostet 2 Punkte. Ach, er kann gerade gar nichts upgraden. Okay, das ist kein Problem. So, was haben wir hier? Sammel verstreute Vorräte dieser Aufgabe und liefert sie dem goldenen Pfad. Klingt ja sehr spannend. Können ja mal gucken, was haben wir da schon erlegt. Haben wir das schon mal gemacht? Ja, das haben wir schon einmal gemacht. Und da das nächste Mal hier... Propagandazentrum, das ist auch mal eine coole Idee. Können wir auch mal wieder machen. Aber das ist aber eigentlich eine coole Idee. Weil Vorräte eintragen bringt uns wahrscheinlich auch was. Ich hoffe einfach mal, oder ich weiß es. Und ich würde sagen, erstmal das war's für diese Folge von Let's Play Far Cry 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir diese Vorräte in Chaos machen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend. Macht's gut, euer Days.